Was war heute hier los? Was haben wir gemacht? Wir waren auf der Pressekonferenz zusammen mit Herrn Schottenhammel, zusammen mit dem Roman Lehmann, zusammen mit der Frau Habenschaden und haben dort SafeNow vorgestellt. Das lief sehr, sehr gut, weil ab Samstag in der Schottenhammel-Festhalle SafeNow pilotiert werden soll. Ich finde, dass SafeNow ein sehr professionelles Produkt ist. Es ist sehr einfach zu bedienen und deswegen ist es auch etwas, wo ich mir sage, Mensch, das ist, könnten auch unsere Gäste auch gerne sicherlich ganz schnell runterladen, auch ganz schnell nutzen und einfach nutzen. Und ich glaube, das steht auch im Vordergrund, dass ich mich mit dem Thema Sicherheit, eigentlich will ich damit mich ja gar nicht auseinandersetzen. Aber wenn ich dann die Sicherheit habe, ich kann auf die Schnelle auch noch Hilfe rufen, dann ist es natürlich ein absoluter Mehrwert. Für mich ist wichtig, dass alle zusammenarbeiten und da kann die Initiative rund um die Verwendung ja, einer gut gemachten Sicherheits-App natürlich ein Baustein sein, von dem ich persönlich mir sehr viel erwarte, weil gerade natürlich die jüngere Generation sehr Smartphone-affin ist und von daher ist das bestimmt eine gute Lösung im Notfall. Zu jeder Zeit auf jeden Fall. Ich glaube, das ist, wenn man den Leuten ein Tool an die Hand gibt, in dem man in einer Notlage auf sich aufmerksam machen kann, ist das immer eine sinnvolle Sache. Jetzt muss man dankbarerweise sagen, dass wir hier in einer relativ sicheren Stadt leben. Also gerade mit Blick auf andere Städte kann man hier relativ sicher am Nachtleben teilhaben. Das ist wirklich toll. Wenn man jedoch mit Gästen spricht, bekommt man überraschend oft das Feedback, dass sich nicht wenige schon mal in einer Situation befunden haben, in der sie sich gewünscht hätten, schnell Hilfe rufen zu können. Und ich glaube, dem Umstand wird das System gerecht und diesen Umstand oder diese Lücke kann das System schließen. Und deswegen klare Empfehlung auf jeden Fall. Also im Idealfall wäre es so, dass in ein paar Jahren jeder die App hat und in der Stadt München sich bewegen kann und jeder Tourist, der kommt, der weiß hier, ich habe ein Tool, mit dem ich durch die Nacht komme und wenn ich mich nicht mehr auskenne oder wenn ich mich unsicher fühle, kann ich darauf zurückgreifen. Noch etwas, was du uns mitgeben möchtest? Danke, dass ihr da seid. Runterladen, nutzen.